mir um die Welt. Ja! Sie gehört dir, Prinzessin. Niemals darfst du's vergessen, denn im Herzen bist du frei. In meiner Welt, da treten tolle Künstler auf. Und wenn du mit mir gehst, werden Träume wahr. Bühne frei für Beneisa. Alter! Zurück ans Gerät! Bedien die Knöpfe! Beatwash! Dankeschön. Dankeschön. Diese fliegenden Teppiche haben sich bei uns gar nicht bewährt. Man konnte, man konnte damit so schlecht ins World Trade Center fliegen. Das ist scheiße. Ja, mein Name ist Beneisa. Ich komme aus Neuss. Kann man sich leicht merken. Einige kennen schon. Beneisa, Beneusser. Einige denken sich, was ist aus dieser Sendung geworden? Er hat so schön angefangen mit Knacki Deuser, jetzt auf einmal Kanacki Neusser. Was ist das? Hey. Der eine oder andere hat mich vielleicht beim RTL Comedy Grand Prix gesehen. Ich war da wie die Hälfte von den Leuten, die heute Abend auftreten. Ja, und es ist ziemlich krass, weil ich habe nicht eingeschätzt, wie viele Leute RTL gucken. Wenn ich in meinem Umkreis immer frage, sagen die, RTL voll der Assi sind, dann gucke ich nicht. Am nächsten Tag kannte mich jeder in meiner Stadt. Jeder. Ich konnte gar nicht mehr normal rumrennen. Und ich habe folgenden Fehler gemacht. Ich habe einfach Bullshit geredet im Fernsehen. Ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, dass ich im Fernsehen bin. Also habe ich ganz normal geredet. Ich habe darüber geredet, dass Neuss asozial ist. So. Meine eigene Stadt. Dann habe ich über die Wollnis geredet, weil die auch aus Neuss kommen. So ein paar Wollni-Witze gemacht. Und am nächsten Tag gehe ich ganz normal so durch die Stadt. Und ich höre so hinter mir zwei Jungs so. Ey, bin Neusser! Ey, ich hab dich gesehen, du Missgeburt! Ey, warum sagst du Neuss asozial, du Bastard? Wie kommst du da drauf? Ich drehe mich um mich so, wie komm ich da drauf? Ich sag oft meinen Freunden so, ey, das war voll die scheiß Idee mit diesem Grand Prix, jetzt erkennen mich Leute, das ist voll scheiße. Und meine Freunde immer, boah, sei doch froh, dich erkennen Menschen, du bist witzig, jetzt kannst du Frauen abchecken. Frauen stehen auf Männer, die witzig sind. Was für ein Bullshit. Das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich geht der Satz weiter. Frauen stehen auf Männer, die witzig sind und Geld haben. Was, du bist nur witzig, hast aber kein Geld. Rennst mit deiner Frau durch die Stadt, die bleibt vor so einem Schaufenster stehen. Boah, Schatz, guck mal, die Tasche, boah, das ist so eine schöne Tasche, boah, kaufst du mir die? Nein. Ich kann den Witz erzählen, das ist ein Witz. Nee. Comedians sind nicht so die Frauenmagneten. Wie auch, bist mit einer Frau im Bett so, was sagt die zu dir? Oh, erzähl mir noch mal diesen Witz von neulich. Der war voll geil. Nee, ich sag euch, wer richtige Frauenmagneten sind. So junge R&B-Künstler, sowas wie Usher, Chris Brown, Trey Songz. Kennt jemand Trey Songz? Ah, was für ein Publikum. Trey Songz ist so ein junger R&B-Künstler. Ich kannte den auch nicht, deswegen ist okay. Ich kannte ihn auch nicht, ich bin da hingegangen, ich dachte, das wäre ein Rapper. Und ich komme da rein, erstmal 90% Frauen, über was rappt der Typ? Krass. Also stell ich mich in die erste Reihe, weil ich feier Rap, ich mag Rap gerne und so, ich stell mich in die erste Reihe und will mir das reinziehen. Der Typ kommt raus, legt da voll die sexy Show hin, nach 5 Minuten war der schon halb nackt so. Kommt in die erste Reihe, zeigt sein Sixpack so, ich so, meinst du mich oder was? Ab! Ey, die machen die Frauen verrückt, jeder von diesen R&B-Künstlern hat so ein Set in seinem Konzert, wo der eine Frau auf die Bühne holt. Die haben das alle von Michael Jackson. Michael Jackson hat damit früher angefangen, hat so eine Frau aus der Bühne, aus dem Publikum geholt, so, oh baby, would you please come on stage? I would like to dedicate this song for you. Und dann bearbeiten die die psychisch aber richtig. Die setzen die auf den Stuhl, die Frau ist schon wie auf Parkinson. Und dann fangen die an, die zu bearbeiten, so, this song is for you, baby. It's dedicated to you, I love you. Oh, yes.
Ey, die Frau richtig am Ausrasten. Am Ende mussten 6 Bodyguards die von der Bühne holen. Echt, so wollen die wegstehen. Die so, no, Trey Songz, please, fuck me right now. Hier. Ist krass. Richtig krass. Und als Comedian kannst du sowas nicht machen. Wir auch. So, Baby, würden Sie bitte zu mir auf die Bühne kommen? Dieser nächste Witz ist nur für Sie. Zwei Ameisen rennen durch die Wüste. Bleibt die eine stehen und sagt, ich hab ein Sandkorn im Auge. Was? Die Frau würde so aufstehen. Ja, ja, ist klar. Danke. Krass, nee, nee. Ey, wisst ihr, was total absurd ist? Als kleine Jungs mochten wir überhaupt gar keine Mädchen. Ich mochte gar keine Mädchen. Du kannst mich jagen mit Mädchen. Ich habe immer mit meinen Autos gespielt, so Wrestling mit den anderen Jungs. Wenn so Mädchen dazu kamen oder die Mutter von einem Mädchen, oh, lass mal Melanie mitspielen. Nee, Melanie ist Mädchen, die ist doof, die spielt nicht mit. Wir haben uns sogar gegenseitig geärgert, so. Mit meinen besten Freunden, immer zu meinen anderen Freunden. Ey, sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast mit einer Frau geküsst. Hab ich gar nicht. Mama, dann sag ich doch mit einer Frau geküsst, was soll das? Eigentlich total absurd, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, jetzt in meinem Zustand, wenn so ein kleiner Junge zu mir kommen würde. Ey, Ben Eiser, ja? Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast mit einer Frau geküsst. Du hast geküsst, Junge, ich hab die durchgenommen. Bam, 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 Alter. Zack, 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 zack. Ah, Mama. Ja, genau, Mama. Ey, Mama. Ey, Klettergerüst. Weißt du, weißt du. Dankeschön, das war's von mir.